Boxing Fight in der Catchweight-Klasse 67 Kilogramm. 3 Runden à 2 Minuten. Ich stelle Ihnen und euch die Kontrahenten vor. Zunächst der Mann zu meiner Rechten in der blauen Ecke. Er ist 22 Jahre alt, 1,73 Meter groß. Er hat bereits 4 professionelle Kämpfe bestritten. Kommt aus dem UMMA-Gym in Löhne, Deutschland. Hier ist Hamza Dafliatmiro. Sein Gegner ihm gegenüber in der roten Ecke, 21 Jahre alt, 1,70 Meter groß, ebenfalls 4 Kämpfe bereits bestritten, kommt aus der Kickbox Academy Deutschland. Hier ist Kemal Sunny. Referee in diesem Fight ist Dirk Schwarz. Dirk Schwarz, der Octagon Ranger für unser Auftaktduell auf der Main Card. Herzlich willkommen nochmal. Sebastian Hackel und Harry Weber für euch am Mikrofon bei der ersten GMC Special Fight Series. King K.O. Kemal Sali, ein Mann, der letztes Mal, als er den GMC Cage betreten hat, ein Feuerwerk abgebrannt hat. Gegen wir steigen ein in die erste Runde. Ringfrei. Dawliatmirov, der aus dem MMA kommt, zuletzt bei GMC 31 gekämpft hat. Ein solider Grappler, aber heute will er die Fäuste fliegen lassen. Ja, bin mir nicht sicher, ob ich da Vorteil beim Kemal Sali sehe, was das Boxerische betrifft. Beide in jedem Fall super austrainiert und starke Linke. Sali ist ein Powerhouse, Sali ist ein Brecher, ja. Gebaut wie ein Hydrant, gierig nach K.O.s. Und das junge Kickboxer, nächste starke Doublette von ihm. Das ist ein Tempo. Ja, da fragt man sich dann schon immer häufig, wo nimmt der junge Mann die Energie her? Als hätte er ein Kraftwerk verschluckt. Wie ein Raubtier im Käfig. Hat großes Vorher bei der GMC. Seit einem Jahr trainiert er einigermaßen professionell, hat er mir verraten. Hat einen ordentlichen Trainer, hat Trainingspartner. Und das merkt man, er hat sich verbessert in allen Lagen. Heute sehen wir ihn im Boxen und die Hände fliegen wild. King K.O. hat Bock. Dawliatmirov schafft es nicht, sich eine gewisse Distanz zu erarbeiten und zu halten. Beides gehen da sehr stark von außen und da kommt die erste harte Rechte an den Kopf von Sali. Steckt er weg, als wäre nichts passiert. Die Zeichnung im Gesicht allerdings schon gut zu erkennen. Dawliatmirov steht sehr tief, Deckung äußerst hoch, Laser fokussiert durch die Handschuhe. Ja, aber dieses tiefe Stehen nimmt ihm auch die Reichweitenvorteile, die er eigentlich mitbringt. Ne? Beide sind es gewohnt, im MMA zu kämpfen. Keine typische Auslage. Dawliatmirov aus der Rechtsauslage. Sali jetzt aus der Linksauslage agierend. Herangehensweise der beiden, würde ich sagen, läuft das definitiv nicht auf einen Punktsieg raus. Egal für wen. Letzten 10 Sekunden laufen hier in der GMC Arena. Oh, das klingt tief. Das klingt tief. Ja. Die linke. Keine Absicht. Nicht anerkannt. Ja, Sali muss da aufpassen, dass er die... Und das ist das Ende der ersten Runde. Ja, fertig machen zum Kampf, bitte die Sekundanten den Ring verlassen. Zu große Emotionalität. Richtig. Bei Kemal Sali. Muss fokussierter sein, muss mehr kämpfen, weniger wütend. Das Zeichen unseres Referees. Starten in die Runde 2. Dawliatmirov muss mehr aus seiner Reichweite machen, muss mehr Ruhe ausstrahlen. Dann hätte er hier sicherlich noch bessere Karten, um Kemal Sali hier im Griff zu halten, der wirklich überemotional ist. Oh. Sali viel unterwegs, gestikuliert immer wieder, macht hier eine Show. Versucht den Gegner auch zu locken. Das ist eine ordentliche Ballerei hier. Aber hallo. Ein Brawl. Vielleicht nicht die typische feine Klinge. Der Referee hat ja auch alle Hände voll zu tun, die Gemüter zu beruhigen. Ja, witzige Geschichte, beim Kampf gegen Benny Bayrami, da hatte Kemal Sali seinen Mundschutz vergessen, hat sich dann den Mundschutz von Hamza Dawliatmirov ausgeliehen. Freunde werden sie trotzdem keine. Nein, das sieht nicht mehr danach aus, als wäre hier wirklich das zarte Band zu knüpfen zwischen diesen beiden. Da sehe ich eher lodernde Flammen. Ja, es gibt auch keinen taktischen Aufbau, es gibt keine taktische Herangehensweise, es ist einfach offenes Visier und gib ihm. Spaß machen tut trotzdem. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Rechtsauslage, so im Ansatz ein langer Jab von Dawliatmirov. Aber auch das scheint
Kemal Salih hier überhaupt nicht zu interessieren, in welcher Auslage sein Gegner agiert. Er zieht sein Ding durch. Marschiert da einfach durch das Feuer. Gut jetzt von Davlatmirov, geht mal zum Körper, wechselt auch mal ab, trifft hier oben. Zum ersten Mal auch wirklich gute Führhandarbeit. Runde läuft für ihn bisher. Steht jetzt auch seitlich hier. Auslagenwechsel jetzt auch bei Kemal Salih, versucht es auch über die Rechtsauslage zu kompensieren. Wechselt wieder zurück auf die linke Auslage. Immer ein gutes Mittel gegen einen konträren Ausleger auf der anderen Seite. Salih schlägt nochmal zurück. Der Vladmirov versucht durchzumachen. Sehr schöne Rechte zum Abschluss. Ende der zweiten Runde. Trotzdem eine Runde, die ich von der Kontrolle hier an Vladmirov gesehen habe. Time. Pause. Kemal Salih, ein Atomkampf. Bitte fertig machen zum Kampf. Den Ring frei machen. Noch ist alles offen für beide. Wir stehen vor der dritten und letzten Runde, meine Damen und Herren. Referee, Ring frei. Touch Gloves. Wirkt schon ein bisschen sportlicher als zuvor. Salih mit vielen Maid-Bewegungen. Fintiert, versucht ranzukommen. Davlatmirov lässt sich hier nicht ködern, hält seine Deckung gut geschlossen. Muss nur aufpassen, dass er dann in die Aktionen von Salih nicht die Fäuste hängen lässt. Salih jetzt abwartender. Will den Gegner reinkommen lassen. Kassiert die linke, die war saftig. Erste wirklich starke Schlaghand von Davlatmirov im Ziel. Zweite knapp, nicht ganz so gut getroffen. Geht das jetzt konzeptioneller, deutlich besser an. Ja. Nochmal, Dreierkombination mit der schönen Rechten zum Abschluss. Und Kopf oben lassen, sonst verlierst du die Orientierung. King K.O. mit der Deckung ganz unten. Sagt's da, was willst du mir? Ja, aber am Ende sind es auch Punkte. Absolut. Da kannst du ein Granitkinn haben. Die Punktrichter werden das merken. Viel mehr saubere Treffer bei Davlatmirov. Runde, die bisher klar in seine Richtung geht. Die erste Minute. Und es ist die richtungsweisende Runde in diesem Kampf. Kemal Salih tut sich keinen Gefallen mit diesen Sperenzchen, wenn er den Sieg hier im Visier hat. Die Kraft sollte er sinnvoller nutzen. Ja. Er hat hier nur noch knapp 40 Sekunden Zeit. Uppercut versucht. Gut aufgepasst von Davlatmirov auf den zweiten. Gut gemieden. Wuchtiger Uppercut von Kemal Salih. Aber kommt kaum mehr durch zu klaren Treffern. Ist zu unkoordiniert. Ja. Zahlt jetzt den Preis für den hohen Krafteinsatz. Sich sehr unökonomisch bewegt. 110% in jeden Schlag gelegt. Und das scheint ihn jetzt auch ein Stück weit müde gemacht zu haben. Letzten 10. Noch einige Sekunden Zeit jetzt, um den K.O. zu erzielen. Davlatmirov etwas kühler. Ja, zwei gute Linke hintereinander. Das war seine Runde. Und das sollte dann auch sein Kampf gewesen sein. Ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Auch das ist, ich nenne Unentschieden es mal schmeichelhafter in diesem Gratulationen für die Leistung an beide Fighter. Hamza etwas enttäuschend sicher für Davlatmirov, aber ein Ergebnis, mit dem sie beide leben können. Mit unserem Livestream bist du am 22.12. ab 19 Uhr für nur 15 Euro hautnah dabei. Early Bird Preis bis einschließlich 21.12. gibt es das Event für alle Vorbesteller bereits für 12 Euro. Vorbestellen unter accessallartists.de/flashfighting.